bist du der, der das Erste-Hilfe-Training macht? Ich drehe ab. Kannst du gar nicht. Das, ja. So. 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 Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Ich bin hier am Hönnetrail und hier gab es Lose. Ich habe 4 Lose gekauft und eins war die Niete. Heute möchte ich vorstellen den Georg Fuhrmann alias GS-Kutscher. Knautschzone. Alias Knautschzone mit seiner Firma. Servus. Servus. Komm her, Georg. Ein dummes Video nach dem anderen bei Manuel. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich habe auch Lose. Ich halte es mal in die Mitte für die Niete. So, wir wollen jetzt mal ein wenig ernst werden. Ja, echt. Kontenance. Was ist passiert die letzten Jahre? Wir haben uns 2015 in Belgien kennengelernt. In Belgien. Belgien. Sag doch mal Belgien. Belgien. Belgien, ne? 2017 sind wir zusammen die GS-Trophy gefahren. Und da bist du auch die Enduro-Boxer-Tour mitgefahren. Ja, genau. Damals warst du ja einfach nur Fahrer. Warum hast du jetzt so einen großen Bus? Wer groß hat, der braucht Bus. Was? Nein. Ja, seit 3 Jahren. Schmeckt scheiße. Also, seit 3 Jahren gebe ich selber auch Notfalltraining für Motorradfahrer, speziell halt für Enduristen und Fernreisende. Natürlich auch für den regulären Straßentourenfahrer geeignet. Aber der Kurs ist halt vor allem ausgelegt eben auf die Fernreise, auf das Endurofahren, auf die Unfälle, die da passieren. Und halt auch das Equipment, was ich da entsprechend vorstelle. Und ja, das Ganze möglichst realitätsnah, praxisbezogen, mit Kunstblut, mit Motorradkleidung zum Zerschneiden, mit einem Übungsmotorrad dabei. Und ebenfalls auf Offroad-Events als Sunny mit unterwegs. Ich bin selber Rettungssanitäter. Und ja, wie die Bosnia Rallye, Hönnetrail, U-Bomb etc. Afrika-Tour, wo wir jetzt waren. Genau. Ja, und Endulance Motomedic wäre halt der Firmenname. Und der Bus deshalb, damit das Motorrad reinpasst. Cool. Ja, kann man dich auch anrufen, wenn man da unterwegs irgendwo in der Wüste ist, ganz allein und als Gravel Scout? Wer ist Gravel Scout? Ja, kann man auch. Aber. Da muss man die Nummer dann schon haben, ne? Da muss man die Nummer haben. Steht die auf der Internetseite? Steht auf der Internetseite. Aber es ist keine Notrufnummer. Also und nicht kann anrufen, man nicht... aua, aua. Sondern erstmal selber gucken und dann anrufen, wenn ihr nicht weiter wisst. Nein, du hast das falsch erklärt. Nicht anrufen, aua, aua, sondern vorher den Kurs machen, bevor man fortfährt. Ja, das ist richtig. Ja. Das wäre die richtige Reise. Da wollte ich hinzielen. Reisevorbereitung gehört der Kurs mit dazu. Genau. Und wenn man dann nicht weiter weiß, dann aua. Buchen könnt ihr das Ganze natürlich entweder auf der Internetseite. Die hier steht. Was ist das? Da oder da? Oder da? So mitten da. Da. So, ja. da. Also irgendwo hier. Ja, steht dann nachher das. Das, die Internetseite. Genau. Und die verlinken wir auch www.endulance.de. Ja, wir machen einen Link drauf, ne? Genau. In den Shownotes, sagt man doch so Und schön. Wie ist das, wenn ich das jetzt buchen will? Ich habe jetzt vor, eine Tour zu machen. Also ich plane ja weit voraus. In 14 Tagen fahren wir fort. Ja, kriege ich dann schnell noch einen Kurs oder muss ich mich da weiter vorbereiten? Also ganz spontan nicht. Natürlich kann man individuelle Termine machen. Wenn es natürlich meinen Zeitplan auch ergibt, aber einen individuellen Termin mit, ich hätte gern zur zweiten Kurs bei mir zu Hause, ist theoretisch möglich, muss man natürlich den Kosten-Nutzen-Aufwand für beide Seiten halt entsprechend klären und berücksichtigen. Ansonsten gibt es auf der Homepage unter der Rubrik Termine auch immer wieder Termine, die veröffentlicht werden, da einfach mal zwischendrin schauen. Wenn ihr eine Gruppe seid mit mehreren Leuten, sagt, na, wir sind in der Region sowieso, wir wären hier schon mal mindestens 5 Leute und hätten da Interesse dran. Dann können wir da auch einen individuellen Gruppentermin in der Regel für erstellen. Das also die ganze Ansprache, die zielt jetzt auch für Vereine zum Beispiel, Motocross-Vereine. Richtig, das müssen nicht nur Verreisende oder einzelne Enduristen sein. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich jetzt die Enduro-Boxer-Tour noch weiter ausgebaut hätte, dass man sagt, man macht es für die Gruppe. Tourguides. Ja, Tourguides oder die ganze Gruppe. Also so baut das System auf. Und ihr wisst doch heute schon, wo ihr nächstes Jahr hingehen wollt. Und das bedeutet nicht, dass ihr diesen Urlaub kurzfristig plant und euren Kurs eine Woche vorher macht. Man verliert nichts dabei. Wenn man den Kurs vorher gemacht hat, hat man auch ganz viel Zeit, mal darüber nachzudenken. Was habe ich in diesem Kurs gelernt? Wie bin ich an die Sache rangegangen? Und man hat auch im Alltagsleben immer wieder die Situation, wo man dann
wo man dann auch mal auf so ein Backup zurückgreifen kann und ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen sicherer an die Sache rangeht. Ne? Die Inhalte sind durchaus alltagstauglich, für andere Unfall- oder Notfallszenarien ebenfalls genauso gut zu gebrauchen. Das ist richtig. Nach der Saison ist vor der Saison, also zur Vorbereitung für die nächste Tour, fürs Abenteuer gehört nicht nur das Bike zu checken, eventuell nochmal ein Enduro-Training zu machen, Reisevorbereitung, sondern natürlich auch den Fahrer vorzubereiten. Und was muss ich jetzt rechnen? Stehen da irgendwie Zahlen auf der Internetseite? Hast du da schon was oder machst du individuelle Angebote? Wie weiß ich, kann ich mir das leisten? Das kann man sich schon auf jeden Fall leisten, ja. In dem Kurs wird auch was geboten, erhebt sich definitiv von einem regulären Erste-Hilfe-Kurs ab. Nicht nur inhaltlich, sondern auch einfach von den Materialien, die wir verwenden, von dem Equipment, was ich euch vorstelle. Der normale, reguläre Kurspreis ist von einem Kurs, den ich irgendwo mit einem Termin anbiete, sind 129 Euro. Und wenn man jetzt sagt, man macht einen individuellen Termin als kleine Gruppe, klar, dann kann er natürlich teurer werden. Wenn wir sagen, wenn es auch eine weitere Anreise für mich ist, dann muss man natürlich schauen, klar. Also die 129 Euro sind jetzt Stand 17.03.2023. Genau, richtig. Ja, muss man einfach sagen, die Preise gehen weiter. Und ich appelliere jetzt ein bisschen, ich bin ja gelernte Krankenschwester. Wir kaufen uns einen Helm, wir kaufen uns Orthesen, wir kaufen uns einen Brustpanzer. Wir ziehen vernünftige Stiefel an. Aber dann war das, Jacke, dann war das schon das Ende irgendwie der Hilfeleistung. Und da soll das halt den Auffall. Ich möchte gerne meinem Kollegen, der mit mir reist, meinem Freund oder den wir auf der Straße liegen, treffen, möchte ich gerne erste Hilfe leisten können. Und das ist schon der erste Punkt, Notruf absetzen. Ne? Und da ist halt schön, wenn man da einfach mit einer gewissen Routine rankommt. Also das macht einen nur stabiler, wenn man so einen Kurs gemacht hat. Und den Kurs darf man auch durchaus wieder wiederholen. Ja, ne? Unbedingt. Also Wir haben jetzt auch schon die ersten Wiederholerkurse. Das ist wie alles, Training festigt halt. Ne? Und das gehört auch leider bei der hoffentlich nie anzuwenden müssenden ersten Hilfe mit dazu, um da wirklich fit zu werden. Man merkt das schon in den Kursen, allein schon dadurch, dass wir das Stresslevel durch Kunstblut, Wundsimulation mit dem Übungsmotorrad, einfach das Stresslevel erhöhen, das Ganze realitätsnah und praxisbezogen machen, merkt man aber schon, dass die Handgriffe da teilweise einfach wieder unsicherer sind, als wenn man sagt, okay, wir machen das fernab der Realität, im Klassenzimmer, T-Shirt, kurze Hose, jetzt stell dir vor und hätte, täte, dann läuft das alles. Aber wenn man die Leute wirklich näher realitätsnah in diese Situation reinholt, wie ein Motorrad oder ein Verkehrsunfall, dann merkt man schon, okay, da ist Training nötig. Aber das ist auch das Feedback, was ich bis jetzt immer bei den Kursen bekommen habe, dass sie sagen, boah, ja, da hat man nicht nur gemerkt, was man nochmal alles wiederholen muss, sondern das hat einen wirklich mal in die Situation reingebracht, mental, kopfmäßig, auch physisch. War ein guter Kurs. Und bis jetzt freue ich mich zum Glück über nur gutes Feedback. Und falls es einem wirklich passiert, dass man in dieser bremsligen Situation ist und muss allein auf Reise gehen, hilft das Ganze auch bei der Selbstdiagnose. Muss man einfach ganz klar sagen. Man geht routinierter an die offene Wunde ran und sagt sich, okay, ich habe da eine Wunde, ich kann die versorgen lassen, ich kann mir da helfen lassen. Und man kann ja auch instruieren. Man kann sich den Passanten holen, geh mal her, ich brauche da jetzt einen sterilen Wundverband, geh mal da bitte drauf. Weil man einfach vertrauter ist, wenn man sowas schon mal gesehen hat. Und wenn man dann gesagt kriegt hat, okay, du machst den Dreiecksverband drüber oder nicht. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, dass wir vom Georg vielleicht das ein oder andere Filmmaterial zum Reinschneiden noch bekommen. Wäre cool, ne? Guck mal. Dann freue ich mich jetzt schon auf ein geiles Zwei-Tage-Event mit dir. Ja, eben. Du machst ja hier das Training für die Einsteiger und ich mache das für die Fortgeschrittenen. Und da haben wir immer viel Spaß dabei. Und für mich ist das auch immer cool. Wir haben einen Sangha da, also das darf man nicht vergessen. Die haben einen Sangha immer oben stehen für die Mannschaft. Die Feuerwehr und wir haben, ist mit dabei. Und wir haben einen vor Ort, der auch einfach helfen kann, der nicht nur aus dem großen Bereich der Gesundheitswesen ist, sondern auch immer so speziell was weiß bei den Motorradfahrern. Wir könnten jetzt das Video ewig ausbauen. Ich habe einen neuen Helm mit Clipsen zum Rausmachen und sowas alles gibt. Aber das ist einfach... macht euch da wegen mit der Situation befasst, vertraut und schaut, wie ihr in euren Urlaub steigen wollt. Das gehört zur Reisevorbereitung. Vielen Dank an dich, Georg. Gerne, ich danke dass dir. Dass du dir so bereitwillig erzählt hast aus deinem Leben. Ich habe keine Chance gehabt. Nein, und vielen Dank. Ich danke. Der Therapeut freut sich über ihn. Bis dann. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns Instagram. Bahn aus Eisen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, TikTok, Facebook, ihn auch Tinder oder wo auch sonst. Macht die Glocke an.
Bis bald, euer Manuel Schad von den Sports. Wenn ihr noch Tipps für Mikros habt, ne, schickt ihr dem Manuel mal. Ja, ist hier doch nochmal dran. Einfach. Ja, das Kamerakind hat gerade mal gefragt, was mit dem Motorrad los ist. Also wir verlinken auf das Video mit den Pantoffeln. Also alle Videos von dir sind mit Pantoffeln. Hä? SWT Nummer 39 oder 38? 38 und du hast keinen Federbeinschutz dran, was verwerflich ist. Ne? Das ist verwerflich, ja richtig. Der liegt zu Hause. Der hat einen Federbein-Service nicht mehr drüber gemacht, da hast du recht. Ganz schlecht, weil dann machst du die Kolbenstange kaputt. Hast du einen in deinem LKW? Hast du nicht? Glaube ich nicht mehr, ein bisschen Motorräder da drin, aber ich habe einen bestimmt so einen Runderzipfen irgendwo. Weiß man nicht. Okay, schwenkst du nochmal ums Moped rum?